Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Limbo Episode 6. Mein Name ist Suicide Snowman und wir hängen hier schon seit dem letzten Mal ein bisschen in der Gegend rum. So ein bisschen abhängen hat eigentlich noch niemandem geschadet, denke ich. Solange man es nicht übertreibt. Jetzt drehen wir wieder die Welt. Wir müssen in einer riesigen Maschine drin sein, ey. Verdammt. Hätte man kommen sehen können. Also, auf ein neues. So, jetzt hier rüber. Die Kiste mitnehmen. Vielleicht noch die Seite wechseln. Oh. Okay, die Idee war... okay, der kommt dann da raus. Und wir müssen auf die Kiste drauf und dann drüber springen, sobald der kommt. Jetzt sehe ich, wie das funktioniert. Das heißt, hier jetzt drauf... Der müsste jetzt gleich kommen. Das funktioniert aber so nicht. Vielleicht nicht drüber springen, sondern nach rechts springen. Das könnte die Lösung sein. Das heißt, über die Klippe springen. Solange es noch nicht zu spät ist dafür. Genau. Was haben wir denn da? Ein Glühwürmchen? So, jetzt sind wir anscheinend wieder im Freien. Och nee. Da ist ein kleines Mädchen. Langsam. Und so. Hier drehen wir jetzt wieder um. Und jetzt? Hat sich hier ein bisschen was verändert. Minimal, ne? Und... ja, es reicht. Das heißt, wir müssen, wenn wir da drüber sind... ah! Irgendwie... dann auch wieder zurückfinden. Vielleicht einfach nur dranhängen, warten, bis es wieder nach unten kommt. Jetzt dann rauf. Und Sprung. Ja. Oh, Kiste. Das ist natürlich die Frage, sollen wir zurück oder da hoch? Schauen wir erstmal nach rechts, nach oben. Sieht nach richtigem Weg aus. Ach, jetzt drehen wir die Zahnräder in die andere Richtung. Aber jetzt bräuchten wir eigentlich den wieder in die andere Richtung. Das ist jetzt doof. Aber vielleicht schaffen wir es so, dass wir hier dann... oh, nein. Nein, nein, so nicht.
Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Im richtigen Moment hier. Ja. Und jetzt ja nicht da reindrücken lassen. Sondern hier rauf. Ja. Geht doch alles ganz sauber, ohne Probleme. Jetzt haben wir Strom. Okay, ich glaube, wir müssen als erstes wieder das Teil hier zum Schwingen bringen. Das hat so nicht funktioniert, verdammt. Wir probieren es auf der Seite. Dann sind wir vielleicht... Wir müssen es im richtigen Moment starten. Jetzt vielleicht. Nein. Aber wir müssen schon in die Richtung... Ziehen wir erstmal den hier rüber. Ich denke, der sollte dann da in die Mitte. Also schätze ich das jetzt gerade mal ein. So. Ah, verdammt, das war zu früh. Ja, das war definitiv zu früh. Warte jetzt mal. Und jetzt. Jetzt kommen wir da rein. Schön hier hoch und... Nein! What the fuck? So. Sportliches Timing, aber es hat funktioniert. Oh. Ein bisschen zu weit links gewesen. Also, wieder rüber. Dieses Mal an die richtige Stelle transportieren. So. So, okay. Abwarten und los. Zack, geschafft. Ja, Mann. Laufen, 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 laufen und Sprung. Und der Sprung war zu weit. Der Sprung war zu weit. Wir starten direkt hier wieder. Ich lasse ihm ein bisschen Luft nach vorne. So.
Oh. Das war mir jetzt fast klar, als ich da unten den Bumper gesehen habe. Aber ich überlege gerade, wie könnte man das lösen, das Problem. So definitiv mal nicht. Ich würde sagen, einfach anhalten. Und das Teil hier wieder rausziehen. Ja, das geht hier dann immer wieder nach unten. Ja, vielleicht reicht so, weil es immer langsamer ist. Na, nicht ganz. Ach Gott, jetzt bin ich natürlich... Na... zu weit nach hinten abgelaufen. So. Oh, knapp. So, lauf, 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 lauf. Ah, nein. Bisschen ganz knapp macht. Ist er dann langsam genug? Nein, auch nicht. Och, das ist wieder so eine blöde Timing-Geschichte. Sowas gefällt mir gar nicht. Das ist einfach nicht cool oder sonst irgendwie. Das ist einfach nur nervig. Oh, guck doch mal, der Kopf war schon richtig. So, von hier aus. Und springen. Da ist er dann wieder zu weit oben wahrscheinlich. Reicht sie ja sogar so. Nein. Oh. Oh, 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 oh. So auf keinen Fall. Probieren wir es mal von hier. Nein. Ach komm schon. Das gibt's doch nicht. Oh. Ich glaube, das war genug Schwung. Okay, aber wenn wir es nach hinten ziehen und dann mit genügend Schwung schon nach hinten gehen, dann rollt es ja noch ein Stück nach hinten. Das könnte der entscheidende Faktor in der Zeit sein. Denn so reicht es. Ja. Oh oh, ich sehe es schon kommen, da unten ist nämlich ein Stein. Oh, ganz schlechte Position. Oh verdammt, oh verdammt. Shit, wir sind tot. Damn. Ich hab schon im Kopf ein bisschen, wie wir das hier lösen, aber das sehen wir dann das nächste Mal wieder bei Limbo. Vielen Dank fürs Zuschauen schon mal und wenn euch meine Videos gefallen, könntet ihr mir doch einen Daumen nach oben da lassen oder einfach den Channel abonnieren. Es würde mich sehr freuen
Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao.